Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox, das ist unter anderem CSL, das ist quasi so die Gaming-Sparte von denen. Und zwar gibt es hier verschiedene Ghostwire-PCs, das sind insgesamt 5 Stück an der Zahl und wir schauen uns dann einfach diesen hier an. GameStar PC Titan X für 2.999 €, da gehen wir ins Detail und bei den anderen machen wir einfach einen fixen Preisvergleich und dann wisst ihr da auch Bescheid. Starten wir, wie gesagt, mit dem GameStar PC Titan X. Der kostet 2.999 €. Das Bild scheint soweit kein Fake zu sein. Das ist soweit in Ordnung. Also da leuchtet jetzt nichts, was nicht leuchten darf und so weiter. Es kann natürlich sein, dass eine Grafikkarte oder so variiert, wenn sie nicht fest angegeben ist. Aber das ist soweit in Ordnung. Starten wir mit dem Betriebssystem. Das ist Windows 10 Home. Da haben wir schon die erste Problematik. Hier ist ein sehr aktueller Intel-Prozessor verbaut. Und ab dem 12600K mit dem Performance- und Efficiency-Kern solltet ihr Windows 11 nehmen. Da Windows 11 besser mit den Performance- und Efficiency-Kernen klarkommt, der kann er besser zuweisen. Windows 10 funktioniert natürlich, aber es wäre besser gewesen. Ihr könnt natürlich auch upgraden. Ich bin auch kein Freund davon, ich bin auch lieber bei Windows 10, aber ich musste auch umsteigen, weil ich eben eine 12700K habe und da ist es leider nicht anders möglich. Und das kostet 29,99 € bei Software Shop auf eBay. Als Prozessor bekommen wir den Intel Core i9-12900KF, 16 Kerne, 8+8, 8x3200 MHz. Der hat eine TDP von 125 bis 241 Watt, 16 Kerne, 8+8, also 8 Performance- und Efficiency-Kerne, beziehungsweise 24 Threads, 16 Performance-Threads und 8 Efficiency-Kerne. Hat den Basistakt 3200 MHz, was die auch angeben, die flexen da jetzt nicht mit dem Turbo rum oder so. Unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz und DDR4 3200 MHz. Das ist einer der besten Prozessoren, die ihr aktuell auf dem Markt kriegen könnt. Danach kommt nur noch der KS, aber den kriegt man eh kaum gekühlt. Wer das jetzt braucht, sei mal dahingestellt. Wir haben hier einen gewissen Preispunkt von 3000 €, da ist es gut, dass er mit dabei ist. Natürlich ist es so, reicht zum Zocken auch ein 12600K oder zum Streamen auch ein 12700K. Das ist natürlich schon ein bisschen overpowered, aber es gibt auch irgendwelche Workstations, wo die Leute eben die Prozessor-Power brauchen und dafür ist der ganz gut. Und der kostet 589,99 € bei Mindfactory. Der Prozessor-Kühler ist in dem Fall eine Corsair IQ H100i RGB Pro XT Wasserkühlung. Das ist eine 240er. Ihr werdet den damit kaum gewuppt bekommen, gerade erst recht nicht in diesem Case. Das Case hat jetzt nicht so den Mega-Airflow und eine 240er Wasserkühlung ist sehr, sehr mutig auf diesem Prozessor. Selbst eine 360er kriegt bei dem unter Last schon Probleme. Das hier ist auch nur die Pro XT, die hat keine beleuchteten Lüfter. Das bedeutet für euch, die haben da ein bisschen gespart und es könnte echt schwierig werden. Beim Zocken reicht es vielleicht noch. Wollt ihr rendern oder streamen und rendert dann über den Prozessor, wird es ein bisschen eng. Finde ich schade, dass sie es so gemacht haben. Vor allen Dingen in das Case hätte halt auch eine größere reingepasst. Und die kostet 89,90 € bei Alternate. Was die Grafikkarte angeht, bekommen wir eine RTX 3080 10 GB, es könnte aber irgendeine sein, irgendein Hersteller. Deswegen sagte ich eben bei dem Bild, das variiert natürlich. Die können eine ganz billige nehmen, zum Beispiel von Palit oder so, die können aber auch eine teure nehmen, zum Beispiel eine Asus, ja, Strix, ROG, wie auch immer. Wir nehmen jetzt hier einfach die Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10 GB. Das ist eine sehr gute Karte, ich habe selber auch so eine bei mir im System, tatsächlich sogar die. Es gibt die auch noch mit 12 GB, die hätte man natürlich auch nehmen können, die verschwinden aber so langsam vom Markt. Die 3080 Ti kommt danach noch 3090, 3090 Ti, aber das ist schon eine sehr gute Karte. Für WQHD Gaming reicht die locker aus, auch mit 144 Hertz, kommt natürlich immer auf das Spiel an. Cyberpunk wird da wieder ein bisschen schwieriger, da sollte man vielleicht noch zu einer stärkeren greifen, man weiß auch nicht, was die Zukunft bringt, aber es ist wirklich eine gute Karte. Das ist schon im oberen Segment angesiedelt. FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 849,90 € bei Equipper. Ich muss auch noch dazu sagen, mir wäre es lieber gewesen, hätten sie bei dem Prozessor ein bisschen reduziert, zum Beispiel auf ein 12700K und hätten dann eine 3080 Ti oder so genommen für die Preisdifferenz. Aber hier ist es halt so, es gibt ja auch Leute, die brauchen einen starken Prozessor, dann ist das wieder okay. Ich hätte es anders gemacht. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix Z690-A Gaming Wi-Fi D4. Das D4 steht natürlich für DDR4, der Chipsatz, der ist in Ordnung, ist Z690, ihr könnt also diesen Prozessor auch übertakten, wenn ihr möchtet. Übrigens, der Prozessor, habe ich eben vergessen zu sagen, hat keine integrierte Grafikeinheit, weil er halt das F-Suffix hat. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, eine schöne I/O-Blende, 4 RAM-Bänke, hier unten kann SSD verbaut werden, hier unten können auch nochmal 2 verbaut werden und hier auch, hier kommt die Grafikkarte rein und die Erweiterungsslot könnt ihr irgendwie für eine USB-Erweiterungskarte oder so nehmen, was ihr gerade da habt oder eine Capture-Card. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN, Bluetooth, 2x USB 3.1, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, hier unten nochmal ein Typ-C-Anschluss,
Hier Netzwerkanschluss, hier könnt ihr das BIOS-Flashbacken, wenn ihr wollt, beziehungsweise einfach zurücksetzen, falls ihr übertaktet habt und es funktioniert nichts, könnt ihr über diesen Knopf quasi das BIOS wieder auf den Ursprungszustand zurücksetzen. Dann haben wir noch DisplayPort und HDMI. Wie gesagt, der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit, dementsprechend könnt ihr die sowieso nicht benutzen. Ihr zieht das Bild über die Grafikkarte. Ist auf jeden Fall in diesem Preisbereich ein sehr gesundes Board, ist auch eines der wenigen, die so ein bisschen weiß angehaucht sind. Wer jetzt ein White-Bild haben möchte, das hier ist jetzt kein White-Bild, aber es funktioniert halt auch und von daher nehmen wir das auch so mit. Und das kostet 349 Euro bei Equip. Was den Arbeitsspeicher angeht, bekommen wir 32 GB DDR4 RAM, Dual Channel, 2x 16 GB, schon mal sehr wichtig, dass es Dual Channel ist, 3200 MHz Corsair Vengeance LPX. Das ist leider kein RGB-beleuchteter RAM, es gibt Leute, die legen Wert darauf, erst recht bei 3000 Euro, aber der funktioniert sehr gut, sind 32 GB, was in dieser Preisklasse auch auf jeden Fall angemessen ist, hat natürlich nur 3200 MHz, ist ein bisschen schade, weil das gerade so die Spezifikation ist von Intel, man kann den auch mit 3600 oder so betreiben, aber so ist es halt, ist jetzt nicht schlecht, sie betreiben ihn auf jeden Fall nicht unter der Spezifikation, das ist soweit okay. Und er kostet 106,90 Euro bei Alternate. Was die Festplatte angeht, ist das eine 2000 GB M.2 PCI Express SSD Kingston NV1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Das ist jetzt keine besondere SSD, immerhin sind es 2 TB. Sie ist natürlich deutlich langsamer als zum Beispiel eine Samsung 980 oder ähnliches. Und bei 3000 Euro hätte ich mir schon gewünscht, dass sie eine schnellere nehmen. Zum Zocken reicht die aber völlig, sage ich immer wieder. Wenn wir ein System zum Beispiel zusammenstellen für, sage ich mal, 2000 Euro, dann wandert die auch da rein. Ist halt günstig und okay. Aber die meisten wünschen sich vielleicht auch was Schnelleres bei dem Preispunkt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und die kostet 144 Euro. Bei Mindfactory. Die zweite Festplatte ist eine 4 TB SATA Festplatte. Da lassen die sich offen, was sie nehmen. Western Digital, Seagate oder sonst irgendwas. Wir nehmen jetzt eine Western Digital, die war preislich angemessen. 4 TB HDD Speicher ist nicht schlecht. Viele sagen, sie möchten keine HDDs mehr in ihrem System, gerade bei 3000 Euro. Aber ich finde es zum Auslagern von Bildern und Videos eigentlich ganz okay. Von mir aus auch Spiele. Da habt ihr aber natürlich deutlich längere Ladezeiten, wenn ihr irgendwo in ein Spiel reinjoint. Gerade bei GTA und so macht sich das wohl bemerkbar. Oder bei ARK, soweit ich das gehört habe. Aber grundsätzlich schon mal nicht schlecht. Und die kostet 94 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet DarkBase 700 Schwarz, Sichtfenster schallgedämmt. Was natürlich mit dieser Schalldämmung immer so ein bisschen einhergeht, ist, dass der Airflow nicht so geil ist. Der hat auch nur Lüftungsschlitze an der Seite. Qualitativ sind die sehr gut, die Gehäuse. Aber für so ein potentes System, gerade mit dieser Wasserkühlung, was ich am Anfang schon angesprochen habe, ist es in meinen Augen nichts. Dann nehmt lieber irgendwie ein Case mit einer Meshfront oder ähnliches, zum Beispiel das 802er von BeQuiet. Das bringt einmal eine geschlossene und eine Meshfront mit. Das ist dann ganz geil. Hier ist leider keine Meshfront mit dabei. Wie gesagt, qualitativ okay, Airflow-technisch glaube ich nicht so der gute Fall, erst recht nicht für diese Hardware. Und das kostet 165,32 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt Boostbox Power Boost, Full Modular, 90% effizient, 80 plus Gold zertifiziert. Ich weiß leider nicht, welcher Hersteller dahinter steckt. Das ist jetzt ein Boostbox Netzteil, das wird aber nur ein umgelabelter anderer Hersteller sein, sei es zum Beispiel Seasonic, vielleicht auch LC Power. Wir wissen es leider nicht. Es hat 90% Effizienz, 80 plus Gold ist schon mal okay. Ich halte von diesen No-Name-Dingern nichts. Die kommen natürlich entsprechend günstig dran, wenn sie die einfach umlabeln und dann selber verkaufen. Hier steht es jetzt für 100 Euro drin, das ist auch ungefähr die Preisklasse, was zum Beispiel BeQuiet oder ähnliche Hersteller aufrufen in diesem Watt-Segment, also 850 Watt. 850 Watt ist natürlich ausreichend für dieses System, ihr könnt hinterher sogar noch eine 3080 Ti oder so da reinschmeißen, das geht auch. Und das kostet 99,90 Euro direkt bei CSL. Das war das, was ich am Anfang sagte, Boostbox ist nichts anderes als die Gaming-Sparte von CSL. Garantieerweiterung, 36 Monate Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice, das ist geil. 3 Jahre Pickup und Return, braucht ihr das Ding nicht zur Post schleppen, wenn irgendwas ist, und 3 Jahre ist auch nicht selbstverständlich. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, Windows und das Netzteil und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2535 Euro, das System soll kosten 2999 Euro. Wie ihr mich kennt, wenn ihr das Video nicht zum ersten Mal seht, werde ich jetzt sagen, ja, das ist zu teuer. Ist es auch. 3 Jahre Garantie hin oder her. Völlig wurscht. Man kann vielleicht bei so einem System, obwohl es nicht sonderlich aufwendig ist, aber man kann bei dem Preispunkt vielleicht sagen, 200 Euro Aufpreis, aber über 400 Euro ist einfach zu viel. Und ich habe auch gestern einfach mal Krotus angehauen, habe ihm das System geschickt und habe dann einfach mal gefragt, was er daraus machen würde. Er hatte jetzt ein System für 2975 Euro, also nochmal 25 Euro günstiger. Das Gehäuse ist in dem Fall ein Sharkoon Elite Shark CA300H. Das habe ich selber auch in weiß, hat einen guten Airflow, bringt schon die ganzen Lüfter mit, ist schon mal ganz geil. Wir bekommen auch eine 12.900 kF, auch das gleiche Board, eine 3080 Ti. Das ist schon mal ein Unterschied, ja, also die 3080, die wir vorher hatten, jetzt haben wir eine 3080 Ti, ist auf jeden Fall schon mal eine Leistungssteigerung. Wir haben Corsair Vengeance RGB Pro, also mit RGB-Beleuchtung, 3600 MHz, auch 32 GB.
Dann bekommen wir eine Fastro MS200 2 TB M.2 SSD. Die ist auch gut, die ist schneller als die Kingston NV1. Ein BeQuiet Straight Power 11 Platinum 850 Watt, also Platinum zertifiziert, nicht Gold. 850 Watt von BeQuiet direkt. Ein Straight Power. Ist auch besser, denke ich mal, als das Boostbox, auf jeden Fall von der Zertifizierung her. Wir bekommen als CPU-Kühler eine Arctic Liquid Freezer 2 360. Ja, die ist nicht beleuchtet, ihr könnt euch aber von mir aus irgendwelche RGB-Luffis noch dran klatschen. Das ist die stinknormale schwarze. Aber eine 360er Wasserkühlung, gerade die Arctic mit dem dicken Radiator, ist für den Prozessor auf jeden Fall geeignet. Die bekommt nicht so schnell Probleme wie die 240er auf jeden Fall. Und ihr bekommt hier eine Windows 11 Testversion vorinstalliert, sprich ihr müsstet noch den Key kaufen. Dann rechnet von mir aus 20 Euro für den Key noch drauf, dann seid ihr auch bei 3000 glatt, habt einen besseren RAM, eine bessere Grafikkarte, ein besseres Gehäuse in meinen Augen und eine bessere SSD. Also ich würde mir schwer überlegen, ob ich dann den 3000er nehme, der sowieso viel zu viel kostet, oder eben das hier mit einigen Erweiterungen, ne, wie ich eben schon aufgezählt habe. Den verlinke ich euch auch in der Beschreibung, keine Sorge, ich bekomme dafür nichts. Ich habe einfach gesagt, stell mal was zusammen, wie kannst du das preislich machen, und er hat es halt so vorgeschlagen. Dann haben wir hier noch einen, den GameStar PC IQ Elite X. Da gucken wir uns jetzt nicht die einzelnen Komponenten an, aber ich zeige euch mal den Preis. Also der kostet 3.799 Euro. Dann haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, die mit dabei sind, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landet ihr bei einem Gesamtpreis von 3.307,02 €. Das System soll kosten 3.799 Euro. Also auch knapp 500 Euro zu teuer. Klar, ihr könnt nochmal die 200 abziehen fürs Zusammenbauen. Immer noch 300 Euro zu viel. Dann haben wir hier noch den GameStar PC Titan Z. Der davor eben, der war ja der Titan X. Hier haben wir den Z. Der kostet 3.999 Euro. Dann haben wir hier auch die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, Windows und das Netzteil. Und da landen wir bei 3.198,41 €. Das System soll kosten 3.999 Euro. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist totaler Quatsch. Gerade dieser Streichpreis von 4.300, diese Streichpreise sind sowieso scheißegal. Gebt da drauf bitte nichts. Dann haben wir noch den GameStar PC Ultimate Ryzen 5900X. Also hier haben wir mal ein Ryzen-System für auch 3.000 Euro circa. Da haben wir hier die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, Windows und das Netzteil. Und da landen wir bei 2.391,56 €. Der kostet einfach 3.000. Das ist preislich alles völlig uninteressant, was die da drauf haben. Ich hoffe, den hat keiner gekauft. Und dann hätten wir hier noch den GameStar PC Ultimate Ryzen 5950X für 4.299 Euro. Der hat sehr, sehr viele Asus-Komponenten drin. Das macht das System natürlich auch so teuer, weil Asus, da bezahlt ja auch viel für den Namen. Habt aber auch gute Qualität, keine Sorge. Dann haben wir auch hier die HDD, die zwei SSDs, die verbaut sind. Ja, hier sind zwei Stück drin. Der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, Windows und auch wieder das 850 Watt Netzteil. Da landet ihr bei 3.468,04 €. Und das Teil kostet 4.300 Euro. Mit einem Streichpreis von 5.000 Euro. Totaler Quatsch. Vielleicht haben sie diese Kisten da gehabt, wo die Grafikkarten noch so teuer waren und müssen die jetzt noch irgendwie rauskriegen, ohne fettes Minus zu machen. Aber das ist totaler Quatsch. Also durch die Bank weg. Diese 5 PCs mit dem Namen Ghostwire wurde so gesucht, wurde mir so vorgeschlagen. Ich habe den Link gekriegt, habe mir die angeguckt, dachte mir, alter Schwede, was ist denn hier los? Die sind wohl von GameStar, lasst die Finger davon. Das sind genau 5 Stück und ja, sind alle viel zu teuer. Ich habe euch eben die Alternative gezeigt. Ich verlinke euch jeden PC unten in der Videobeschreibung mit jedem dazugehörigen Warenkorb. Das könnt ihr selber nochmal kontrollieren. Wenn ihr Fehler findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich denke, ich habe soweit alles richtig gemacht. Und diese mindestens 500 Euro zu teuer ziehen sich ja durch alle Systeme durch. Dass die ein bisschen mehr kosten dürfen gegenüber Geizhals, ist klar. So 200 Euro, 150 bis 200 Euro in dieser Preisklasse. Aber 500 ist dann einfach zu viel. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.